Hallihallo! So, heute gibt es mal wieder was ganz Neues. Und zwar möchte ich. Ich könnte mir die Kamera erstmal so machen. Aus Gemüse, was wir sowieso brauchen zum Essen, aus den Samen dann wieder Gemüse ziehen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das habe ich schon öfter probiert. Ja, und ich zeige euch jetzt mal, wie die Vorbereitung geht und wie man das mit dem Einsehen und so weiter macht. So, also hier sehen wir. Ich fange mit den Tomaten an. Also hier haben wir ganz normale kleine Strauchtomaten, Cocktailtomaten, irgend sowas in der Art ist es. Die mache ich erstmal von dem Grün ab. Wasch die auch. So, und jetzt nehme ich mir die Tomate. Halbiere die mal. Dann sieht man hier drinnen schon die Kerne. Dann mache ich mal diesen Stielansatz ein bisschen raus. Schneid mal so ein bisschen drumrum und dann kommen die Kerne eigentlich hier schon raus. Ja, hier hängen jetzt ziemlich viele Kerne dran. Dann nimmt man sich ein Glas mit Wasser und da gibt man diese Kerne, da ist dann wie so eine Masse drumrum, Galertmasse nennt man dies. Das gibt man jetzt in das Wasser rein. Hier sind noch mehr dran, sehe ich gerade. Ihr kommt alle raus da. So, das hat jetzt von einer halben Tomate schon eine richtige Menge gegeben. Sieht man hier unten drin. Ganz gut, das sind 2, 4, 6, 8, 10, locker 20 Kerne. Also da wird das nur auf dem Balkon anpflanzen, das Gemüse. Langt das auch schon. Dann kann ich die restlichen Tomaten so auf den Teller legen für die Brotzeit. Und dann nehme ich mir mal eine Gurke vor. Da habe ich geguckt, dass ich eine relativ reife Gurke finde im Supermarkt. Und eine Landgurke oder so irgendwie hieß die. Die hat so ein bisschen strukturiertere Oberfläche. Und ist auch nicht ganz so groß. Die wasche ich jetzt auf. Sauber. Jetzt halbiere ich die erstmal, weil ganz brauchen wir sie heute nicht. So, und hier sieht man jetzt, hier hat die Gurke ihre Kerne drin. So, um die rauszubekommen, schneide ich jetzt einfach mal ein bisschen dickere Scheibe ab.
Und dann mache ich hier dieses Innenteil aus der Gurke raus. So. Auch die sind wieder in so einer Art Masse drin, diese Kernchen. Das probiere ich jetzt mal hier so ein bisschen zu lösen. Die sind natürlich sehr fein, deshalb schneide ich nicht mehr mit dem Messer dran rum. Dann habe ich hier wieder ein Glas mit Wasser und auch da kommen jetzt diese Kernchen rein. Und das lässt man dann über Nacht, ungefähr 24 Stunden, lässt man das stehen. Einfach so im Zimmer. Die Kerne lösen sich dann aus dieser Masse. Die Kerne, die oben schwimmen, die sind nicht gut. Und die Kerne, die unten auf dem Boden vom Wasserglas liegen, die sind dann zum Aussehen gut. Kann man sich dann gut aussortieren. Also bei der Gurke ist es schon ein bisschen schwieriger hier. Das ist schon hier ein wenig Gefriemel. Aber bis jetzt, ich habe das schon ein paar Jahre immer wieder gemacht, bis jetzt hatte ich da immer ganz gute Erfolge. Natürlich, wenn man das nur auf dem Balkon macht, kann man sich da nicht den kompletten Sommer von ernähren. Aber es ist ganz cool, wenn man einfach da mal was ernten kann. Und außerdem sieht es auch schön aus. Es ist halt ein bisschen Gefriemel, aber lohnt sich. Man braucht keine Samen kaufen. Die sind nämlich hier aus dem Gemüse genauso gut. Jetzt muss ich mal gucken. Ich schneide mir jetzt noch eine Scheibe ab. Die reichen mir noch nicht so ganz. Und mache das Gleiche nochmal. Zum Aussehen lohnt sich eigentlich erst, wenn man Anfang März mit sowas anfängt. Kann man natürlich auch vorher, wenn man das drin im Zimmer macht. Das wächst dann auch das Gemüse. Aber das wird nicht so gut, weil es zu lange ohne richtige Sonne und Tageslicht ausharren muss. Also lieber ein bisschen Geduld und erst Ende März anfangen mit sowas. Wachsen tut das dann trotzdem noch schnell.
So, das müsste eigentlich reichen. Die restliche Gurke kann man jetzt einfach dann sich zurückschneiden. So, und dann möchte ich noch Paprika machen. Bei Paprika ist es ein bisschen einfacher. Die einfach teilen, den Strunk oben rausschneiden, und dann sieht man ja schon, also die Kerne hier sind ja nicht zu übersehen, die reichen dann auch schon, die müssen auch in kein Wasserglas. Da nehme ich mir jetzt einfach so ein Küchenpapier. Mache mir hier ein paar Kerne raus. Das reicht schon dicke. Und die bleiben jetzt auch einfach bis morgen so liegen. Die kann man dann nochmal anfeuchten, aber mehr muss man dann erstmal nicht machen. Die Gläser stellt man dann einfach irgendwo ans Fenster oder wo sie eben nicht stören. Und die Paprikakerne, wenn die ein bisschen trocken werden, ist auch nicht schlimm. Man kann die auch vorkeimen, dann könnte man das Tuch ein bisschen anfeuchten. Lohnt sich aber nicht, also die wachsen auch so. So, und jetzt gibt es erstmal was zu essen und morgen geht's weiter. Hi, hi. So, jetzt haben wir einen Tag später. Die Gemüsesamen, die ich gestern Abend aus den Tomaten, Gurke und Paprika rausgemacht habe, sind jetzt 24 Stunden eingeweicht gewesen. Und jetzt werde ich die einsehen. Und dazu habe ich mir einmal vorbereitet. Ganz normale Blumenerde. Es gibt auch Anzuchterde. Ich habe aber festgestellt, macht jetzt nicht so viel Unterschied. Dann habe ich mir hier ein kleines Eimerchen. Ist vom Tabak. Deshalb habe ich den jetzt auch ein bisschen dekoriert hier. Ist aber ganz praktisch. Der hat einen Henkel, der ist auf jeden Fall dicht. Und in dieses kleine Eimerchen habe ich mir zurechtgemacht von Eierkarton, die Unterseite, die sind schon so schön unterteilt in Fächer. Und da habe ich mir das ausgeschnitten, habe praktisch drei Fächer für Gurkensamen, drei Fächer für Paprikasamen und drei Fächer, die sind auch hier drin, für die Tomatensamen. Die kann ich dann hintereinander schön einsetzen und weiß dann immer noch, was was ist, beziehungsweise ich habe mir vorher auch vorbereitet, diese kleinen Kärtchen, das klebe ich dann noch außen drauf, damit ich später in ein paar Wochen auch noch weiß, was wo war. So, jetzt drehe ich die Kamera mal nach unten. So, hier sieht man jetzt auch gut die Samen. Also das hier sind die Paprikasamen. Die hier sind noch ein bisschen feucht. Das hier sind die, gucken, ob ich die auf meine Hand kriege. Das ist ein Tomatensamen. Die anderen sind die Gurkensamen. Die sieht man eigentlich kaum hier. So. Wir brauchen davon jetzt nicht viel. Ich habe ja hier eine ganze Menge liegen. Die werde ich wahrscheinlich gar nicht alle brauchen. Auf jeden Fall fange ich jetzt erstmal an. Nehme meine Eierkartonteile und befülle die mit Erde.
Da mache ich gar nicht lang rum, da gehe ich mit hier in den Eimer rein. Das geht am schnellsten. Die Anzuchterde ist halt ein bisschen feiner auch wie die Erde, die normale Blumenerde, aber das ist absolut okay so. Nicht zu viel. Große Brocken kann man ja rausnehmen. So. Ist das erste schon gefüllt? Da ist ein Stein mit drin. Den nehme ich gleich mal ganz raus. Es ist relativ günstige Blumenerde gewesen, also da kann schon mal sein, dass da Stöckchen und Steinchen mit drin sind, aber das stört die Pflanzen eigentlich gerade mal gar nicht. So. Das letzte. Ich habe mir diese Eierkarton-Teile natürlich zurechtgeschnitten, dass die genau in meinen Eimer passen. Wer ein anderes Behältnis hat, kann das dann auch nehmen. Kann vielleicht den Eierkarton sogar ganz reinstellen. Es gibt für die Anzucht auch extra so kleine Anzuchtschälchen, die sind aus wie so Sisal. Kann man alles kaufen, muss man aber nicht, weil man kann es einfach auch so machen. Das funktioniert genauso. So, jetzt muss ich mir nur gleich merken, was ich wohin mache. Ich fange mal mit den größten an, und zwar mit den Paprikasamen. Dazu mache ich mir jetzt hier in der Erde einfach ein bisschen eine Mulde. Soll ungefähr immer so ein Zentimeter tief sein. Also es muss nicht besonders tief in die Erde rein. Und ich stecke in jede Parzelle stecke ich jeweils 2 Samen rein. Und dann bedecke ich die gerade wieder so ein bisschen mit Erde. Wer natürlich einen Garten hat, der kann da eben das Ganze auch in größerer Ausführung machen und mehr Samen ansehen. Aber für uns, für auf dem Balkon, macht es keinen Sinn, wenn ich hier einen Haufen Pflanzen ansehe jetzt, dann weiß ich ja dann nicht mehr, wohin damit. So, da haben wir jetzt die Paprika, dann machen wir in die Mitte die Gurke. Das mache ich jetzt hier genauso. Da ist es ein bisschen frickelig, weil man die so schlecht sieht, die Samen. Da ich ja ganz wenige nur brauche, gucke ich jetzt mal, dass ich mir die schönsten raussuche. Die, wo richtig dick und prall sind. In der Hoffnung, dass die auch gut wachsen. Der hier sieht auch super aus. Und da auch wieder die Erde leicht drüber. Da haben wir noch einen schönen großen. Das erfordert halt ein bisschen Fingerspitzengefühl, wenn man das dann hier wieder mal die Samen zusammensuchen muss. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil da kann man sich eben sparen, sich die Samentütchen zu kaufen, die es so im Supermarkt, Baumarkt gibt. So. Letzte Ecke hier. Da ist noch so ein hartes Stück drin, das machen wir mal raus. Dann nehmen wir ein bisschen weiche Erde rein dazu. Wir wollen es unseren Sämchen hier ja schön gemütlich machen, damit die da auch schön wachsen. So. Also bei den Gurken bin ich wirklich gespannt, weil die Sorte hatte ich jetzt auch noch nicht zum Ansehen. Da bin ich wirklich gespannt, ob die wachsen. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auch einfach beim Apfelessen 2 Kerne aus dem Apfel gemacht und habe die draußen auf dem Balkon in die eine Schale reingesteckt. Da ist jetzt auch schon mittlerweile
was gewachsen. Also das kann man mit allem machen. Was auch sehr hübsch aussieht, sind Avocado. Die kann man auch schön nachziehen. Das erfordert ein bisschen mehr. Aber da kann ich eigentlich auch mal ein Video drüber machen. Aber jetzt sind wir erstmal beim Gemüse hier, bei unserem normalen Gemüse. So, jetzt kommen noch die Tomatenkernchen. Na komm, geh rein. Der wehrt sich, der möchte nicht in die Erde. Mein Finger geht aber nicht. So. Die kleben ein bisschen fest hier. So. Zwei Stück in das hier. Da suche ich mir jetzt natürlich auch wieder die schönsten und dicksten Samen raus. Ne, wer die Wahl hat, hat die Qual. Na komm, geh da rein. Ja. So. Und die letzten noch. Ich nehme. Der ist ganz dick hier. Und das war ja klar. So, kurz mal hier die Bürokauffrau raushängen lassen. Jetzt geht's weiter mit Gärtnerei. Ich da jetzt zwei rein? Nee, nur einen. Ich war noch am Ausklügeln, welchen ich nehme. Und jetzt habe ich hier auch einen ganz großen entdeckt und der darf jetzt da noch rein. So. Also ich hätte jetzt hier theoretischerweise, wenn die alle aufgehen, 6 Tomatenpflanzen, 6 Gurkenpflanzen und 6 Paprikapflanzen. Ich gehe davon aus, dass sie nicht alle aufgehen, weil wenn sie alle aufgehen würden, dann wäre das schon wirklich viel für einen Balkon. Aber wir werden sehen. So, jetzt habe ich die hier drin. Die restlichen Samen könnte man jetzt auch trocknen und aufheben. Ist aber Quatsch. Man kann ja im Geschäft immer wieder eine Tomate oder so kaufen. So, jetzt schiebe ich mir das ein Stück rüber. Stelle mir hier mein Eimerchen wieder zurecht und setze die hier rein. So möchte ich es haben. Ist eigentlich egal, wie rum. Egal. Ja, so. Ich denke mal, das passt. Da muss ich dann mal gucken, ob die Erde da drin gut drin hält oder ob ich das nochmal ändern muss. Aber ich glaube, das passt so ganz gut. So. So sieht das jetzt aus. Da sitzen sie jetzt alle. Das Gießen ist am Anfang ein bisschen schwierig. Heißt, mit einer normalen Gießkanne ist viel zu viel. Man nimmt entweder eine Sprühflasche, was ich jetzt leider auch nicht hier habe. Ansonsten, ich muss jetzt gerade mal überlegen, was ich nehmen könnte zum Gießen, weil da darf wirklich nicht viel rauskommen. Also ich nehme jetzt mal einfach diesen kleinen Messbecher, da geht nicht viel rein, also kann ich auch nicht viel reinschütten. Aber besser ist natürlich mit weniger, man kann auch versuchen, hier einfach mit den Händen das Wasser drauf zu träufeln, das langt schon. Aber jetzt fürs erste Gießen werde ich hier schon mal ein bisschen mehr reinmachen. Also versuchen, einfach tröpfeln lassen, bis da
alles feucht ist. Das Wasser soll nicht unten drin stehen. Das auf keinen Fall. Sonst kann das auch anfangen zu schimmeln. Das ist dann nicht Sinn der Sache. Aber die Erde sollte immer feucht sein. Ich glaube, ein bisschen geht noch. Also dann auch drauf aufpassen, dass es eben, also geht ganz gut, dass es nicht austrocknet. Ah, ich habe gerade gedacht, ich hätte schon wieder so einen Samen nach oben gespült. Da muss man nämlich ein bisschen aufpassen. Weil durch das Gießen kann man den Samen auch wieder hochspülen aus der Erde. So, aber ich denke, das ist jetzt erstmal gut so. Ja. Und jetzt kommt der vorletzte Schritt. Ich mache erst meine Schildchen noch dran. Als erstes hatte ich die Paprika. Die sind hier. In der Mitte waren die Gurken. Man kann sich natürlich diesen Eimer, den man hinstellt, auch noch ein bisschen gestalten, wenn man möchte, aber der steht sowieso nicht lange. Das Gemüse soll ja dann so bald wie möglich, sobald die Temperatur passt, auch nach draußen. So, und als letztes kommen die Tomaten. Und jetzt kommt noch Klarsichtfolie über diesen Eimer, damit die Feuchtigkeit da drin bleibt. Ein Deckel, könnte man jetzt denken, wäre vielleicht auch eine Option, aber ist nicht so gut, denn dann kommt nicht genug Licht dran. Also der Deckel von dieser Dose hier ist ja eigentlich bedruckt. Das ist dann blöd. Heißt, ich nehme Klarsichtfolie und spanne die oben drüber. Und da ist aber wichtig, dass man wirklich einmal am Tag diese Folie aufmacht und dafür eine Weile, für 10 Minuten, Viertelstunde Luft ranlässt. Und da kann man dann auch gleich gucken, ob man wieder nachgießen muss. Ansonsten muss man nicht so viel gießen, bis da Pflänzchen kommen. Denn dadurch, dass die Klarsichtfolie drüber ist, ist das jetzt wie so eine Art eigenes Gewächshaus. Oben wird dann anfangen, sich Kondenswasser abzusetzen. Das tröpfelt ja dann auch wieder runter. Das ist auch gut so. Das kann ruhig so bleiben. Die Folie muss auch nicht trocken gemacht werden oder so. Einfach so lassen. Jeden Tag mindestens einmal lüften. Und dann in 2 bis 3 Wochen sollte da was rauskommen. Und dann sehen wir uns auch wieder, was das hier angeht. So sieht es jetzt aus. Hier habe ich meine Beschriftung drauf. Und jetzt stelle ich die hier ans Fenster. Mal gucken, ob es passt. Ja, passt gut. So, zeige ich euch gleich nochmal. So, hier habe ich es jetzt ans Fenster gestellt. Hier kommt tagsüber schön die Südsonne rein. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. So, ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich bin jetzt auch selbst gespannt, ob es dieses Jahr wieder klappt und was da rauskommt. Bis bald!